ist gerade nicht so wirklich nach Baden. Ah, ich fühle mich, als wäre ich betrunken. Weiß nicht, warum. Dabei bin ich der, der Wein trinkt. Sonnenschutz, okay. Der Sonnenschutz mag extrem schick sein. Ob er extrem zweckmäßig ist, würde ich aber mal bezweifeln wollen. Oh, hast du gesehen, was das ist, was sich hier in dem Bildschirm bewegt? Die Sternschnuppen, die da oben fliegen. Aha, Sternschnuppen. Da war sie wieder. Und der Brief hat doch gesagt, sie kommen aus dem Himmel, doch von unten ist uns das wurscht. Sieht bequem aus. Könnten Sternschnuppen sein. Eventuell. Weiß nicht, warum uns die wurscht sind. Okay, aber hier ist nichts weiter. Ist ja komisch. Ha. Sieht bequem aus, aber man kann hier nichts. Ach, ich weiß schon, was wir machen. Wir da legen... ist ein Pool. Ah, wir füllen den Eimer mit Poolwasser. Ganz genau. Tada! Und somit ist das Rätsel quasi schon ja, gelöst. Ja, eben. Das ist, jetzt dafür war diese. Kombinier noch den Wischmopp. Ja, mache ich gleich. Irgendwie finde ich das doof, dass diese Leiste standardmäßig ausgeblendet ist. Ja. So. Nein. Ja, es geht das nicht. Das geht nicht. Nee, warte mal, da stand gerade Wolldecke mit Pool. Der hat das irgendwie falsch okay. verstanden. Nee, es geht benutze nicht. Ruder mit Pool. Ja, vielleicht geht. Aha. Jetzt haben wir einen nassen Lappen und jetzt Putzzeug. Wahrscheinlich da dazu das Ruder. Na ja. Also. Ja, das na war's. Also. Jetzt haben wir ein verlängertes Putzzeug. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte die Matzepalkartoffeln in dem Bikini legen. Das war komischerweise auch meine erste Assoziation. Aber es geht nicht. Ja, ja, ist auch besser so. Ich fühle mich wirklich ein bisschen betrunken. Der Maxim schreibt doch schon, was wir da tun. Ich glaube, darauf ist das was bezogen. Ich glaube, das ist auf haben sie scannen, Popo bezogen. Ach so, ah. Okay, ja, hier ist nichts mehr, das ist nur ein Durchgang. Ich denke mal, damit haben wir eigentlich die beiden Fenster jetzt abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass man da noch irgendwas machen muss. Ja, dann putzen wir mal die Scheibe von unten. Hier ist noch das Oberdeck. Na, dann gehen wir mal. Das Oberdeck ist zurzeit gesperrt. Das Oberdeck ist gesperrt, na gut, dann ist hier glaube ich nichts mehr, weil es gibt Unter, Ober, ja genau, und der Eingang, da gehen wir wieder zurück und putzen die Scheibe. Das ist aber ein sehr kleiner Pool auch. Das ist ein sehr ranziges Schiff insgesamt. Ja, habe ich doch gesagt. Was ist denn das für ein Kreuzfahrtschiff? Also, hier was eigentlich? Hat sie da denn gebucht für ja, einen Schund? Wirklich. Aber vielleicht. Na gut, auf geht's. Wir müssen das wahrscheinlich von. Auf unten dieser putzen. Seite ist das Fenster sauber. Okay, genau. Wir müssen runter. Na gut. Das sind auch so Hosen, die sie anhat, die so typisch 90er Jahre sind. Oder so 2000er, mit so Schlaghosen. Heutzutage gibt es keine Schlaghosen mehr, oder? Wirklich nicht, ich glaube schon. Ich die glaub haben jetzt nicht. Auch nicht so viel Schlag. Das sind eher so Straight-Leg-Hosen. Ja, gut, das mag sein. Aber so diese, Straight-Leg gibt es schon noch. Aber diese Färbung, dieses Bleaching, was sie drin haben, das sieht man nicht mehr so häufig. Ja, das kann schon, ich weiß es nicht. Ach, ich weiß das nicht. Du Banause. Ich habe das so, Gefühl, mittlerweile geht einfach alles. Nur mit Wasser komme ich hier nicht weiter. Was? Okay, Seifenspender. Wir brauchen irgendwie, genau. Der ich habe das Gefühl, wir sind dahin. In so einem Zeitalter angekommen, wo alles von 70er bis heute eigentlich irgendwie parallel modern ist. Vielleicht stimmt's nicht, aber ich habe das Gefühl. Ich glaube, wir wissen einfach nicht, was modern ja, ist. Ja, das definitiv. Das guck, kommt noch so, dazu. So, guck jetzt mal auf ihre Arschbewegung. Ja, ich gucke auf ihre Arschbewegung. Oder? Das ja, da, ist schon aufwendig. Ich glaube schon, da hat wer viel Arbeit reingesteckt. Ja, zu der Zeit vor allen Dingen. Das ist ja wahrscheinlich, also ziemlich sicher ohne Motion Capturing und so passiert. Ja, aber ich finde es schon interessant, dass das, na gut, man sieht die Figur auch meistens von hinten. Das stimmt schon, wenn sie sich bewegt. So. Wie viel Seife kommt auf einen Eiskübel Wasser? 4. Das müsste reichen. Okay, jetzt haben wir... Ich bin mal gespannt, wie heißt der Name. Das denn jetzt? Verlängertes Putzzeug mit Seife? Na, nee, immer nur noch verlängertes nur. Putzzeug. Na langweilig. Gut. Ein verlängertes Putzzeug. Oh Gott, du musst von der Serie erzählen, versuchst Sebi. Versuchst du ja. gerade österreichisch ja, zu ja. reden. Wir haben die beste Serie auf... Vergesst Putzzeug. The Boys und vergesst... Was gibt's noch auf Amazon Prime? American Gods. American Gods ist... Wir haben die Serie gefunden. Die Serie.
Jetzt bist du dran. Kann sowas immer nicht. PSI. Paranormal Science Investigation. Ja. Das ist wirklich lustig. Ja. Das ist so ein Team von österreichischen Geisterjägern, die dann immer irgendwelche Häuser, in denen es spukt, aufsuchen und dann mit ihrem Gazmometer und ihrer Spiritbox und ihrem Portal durchgehen und dann mit den Geistern reden. So geil. Könntest du uns bitte sagen, wie du heißt? Und das ist wirklich lustig. Könntest du uns bitte deinen Namen sagen? Und teilweise sitzen die ungelogen eine halbe Stunde am Tisch und es passiert einfach gar nichts. Es passiert nichts. Ab und zu, alle 5 Minuten sagt einer, ist hier irgendetwas Schlimmes passiert? Und dann hört man wieder 5 Minuten rauschen und es passiert einfach nichts. Es ist genial. Was ist nur aus den Errungenschaften der Emanzipation geworden? Auf einmal redet sie von Emanzipation. Das Auto ist abgefahren. Nee, wie heißt es? Der Zug. Der Zug ist abgefahren. Der Zug. Ich meine, im Endeffekt, lass sie doch, also ich meine... Wenigstens erfülle ich meine Rolle. Du kannst ja... Das Oberlicht ist wieder sauber. Ja, genau. Okay, vergiss es, was ich sagen wollte. Hat sich erledigt. Ja, ja. Ich wollte das gerade in Schutz nehmen, das Spiel, aber dann kommt wieder so ein Kommentar und ich denke mir, nee, okay. Vergiss es. Ja. Nee, aber das müsst ihr euch wirklich angucken. Das ist so toll, das Intro allein schon von PSI. Aber das Blöde ist, in der zweiten Staffel ist der Chris nicht mehr dabei. Ja, stimmt. Und der Chris ist der beste Geisterjäger. Ich finde das wirklich cool. Ich meine, ich finde das wirklich witzig auch. Das hat Schauwerte. Ja. Das kann man sich mal geben, allein um sich zu denken, mein Gott, und das ist auf Amazon Prime. Das kann ich dir einfach auch in einer halben Stunde zusammenklöppeln. Okay, na gut. Anscheinend kann man jetzt da irgendwas lesen. In Untertiteln wird dann immer eingeblendet, was in dem Rauschen zu hören ist. Was sehr interessant ist, weil in dem Rauschen ist meistens überhaupt nichts zu hören. Aber gut, okay. Ich meine, das Rauschen, das muss man doch dazu sagen, die Spirit Box funktioniert ja so, dass da ein Lautsprecher praktisch an so einen Empfänger angeschlossen ist und dieser Empfänger schaltet einfach unglaublich schnell durch Radiofrequenzen. Genau. Das heißt, man hört da die ganze Zeit so Radiofrequenzen halt für eine halbe Sekunde oder sowas. Und da denke ich mir, ja, natürlich hört man da manchmal so gefühlt Ansätze von Worten raus. Das ist ganz falsch. Ja, du verstehst es. Die Geister nutzen ja das weiße Rauschen, damit die darüber kommunizieren können. Ach so. Und so ein echter Profi-Geisterjäger kennt natürlich den Unterschied, ob das jetzt so ein Radiosender ist, der sich da reinschmuggelt, oder ob das ein Geist ist, der damit einredet. Das stimmt. Natürlich. Aber ein echter Geisterjäger... Das können wir Laien ja gar nicht irgendwie beurteilen. Ja, echter Geisterjäger hört auch nur, was er hören will, vor allen Dingen. Ja, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass die keine Protonenpäckchen dabei haben und keine Geister fallen, aber gut. Ah, lesen wir, was da steht. Ja. Dadurch, dass das Karussell da drauf steht, wurde das Oberlicht zum Oberdunkel. So kann ich nichts erkennen. Oh, okay. Was mal, soll das Karussell eben nicht draufschieben? Wir haben eine Tasche. Aha. Hey, das ist aber hier, wird aber echt komplex hier. Da klebt ein Zettel am Boden des Kinderkarussells. Hinter dem Schiff wirst du den letzten Hinweis finden, der dich zu deinem Koffer führt. Ich habe mir echt gedacht, dass das Was passiert. Was ist das denn für ein kranker Typ? Jagt mich durch das ganze Schiff und schreibt wirre Nachrichten. Sollte ich allmählich anfangen, mir ernsthaft Sorgen zu machen? Jetzt erst? Ich habe mir genau sowas gedacht und man hätte sich das alles sparen können, wenn man einfach das blöde Karussell umwirft. Ja, also wirklich. So schwer war es offensichtlich nicht. Naja. So ist das eben. Okay, also müssen wir wieder raus. Hinterm Schiff hat die Notiz gesagt, oder? Genau. Siehst du, mein Tablet war instant by, jetzt kann ich die Nachricht nicht lesen. Warte, danke fürs Abonnieren. Mr. Nonkonform, hallo. Nonkonform, danke fürs Abo. Das ist echt doof, wenn mein Tablet hier, weil ich habe ein Tablet, damit ich im Chat mitlesen kann. Und wenn das kurz ins Standby geht, weil ich zu lange nichts gemacht habe, dann werden mir die neuesten Nachrichten nicht mehr angezeigt. Das ist doof. Okay, jetzt können wir jetzt nach hinten zum Schiff? Nee. Hä? Ich verstehe es nicht. Hinterm Schiff hat sie doch... Oder ist Wer hier weiß. Hinterm Schiff? Wer weiß. Ah ja, das Schiff fährt in die Richtung, oder? Ah, das stimmt. Oder? Dann beim Pool. Das ist eine interessante Idee, Abraxe. Vielleicht können Geister auch Pupsgeräusche manipulieren, damit da Worte draus werden. Weil Geister können sowas wahrscheinlich. Die brauchen ja nur irgendeine Energie, die manipulieren können. Ja,
Wahrscheinlich geht auch Pups. Du musst einfach ganz schnell hintereinander pupsen, dann hast du auch eine Frequenz. Ja, einfach ganz schnell pupsen. So. Dann können die da wahrscheinlich so Worte dazwischen, ja. Wie beim Radio rauschen. Hä, aber muss ich jetzt hier? Sieht bequem aus. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Okay. Weißt du, was wir machen müssen? Nimm mal das K2-Meter und dann schauen wir mal, ob es Ausschläge gibt. Müssen wir uns den Bikini anziehen und in den Pool hüpfen? Ah, wir haben aber kein Unterteil. Das Bikini-Oberteil aus meinem Koffer. Ja. Zack, los. Okay, es ist Zeit. Ja, ich finde auch. Der Guide geht aber früh los. Naja, man kann ja so ein bisschen durchskippen. Das Bikini-Oberteil hat eine eigene Seite. Ja, okay. Warum nicht? Whatever. So. Außerirdische an Bord. Shit. Was? So weit waren wir schon. Hä, das ist zu viel. Letzter Hinweis zum Versteck von Ninas Koffer soll sich hinter dem Schiff befinden. Ah, ist mit dem Schiff wirklich die Kalypso gemeint? Aber das finde ich interessant. Sie haben jetzt hier nicht Hinweise. Mehr direkte. Ja, ja, genau. Nicht mehr direkte, du musst das mit dem kombinieren, sondern nur noch so Hinweise. Die ja, dir so helfen. Wink, wink. Ja, ja. Finde ich ja gar nicht so schlecht eigentlich. Ja, es ist okay, aber ich weiß immer noch nicht, was sie mit dem Schiff meinen. Gibt es ein Rettungsboot? Oder gibt es ein Modellschiff irgendwo? Das wären meine beiden Ansätze jetzt. Zumindest nichts, wo ich draufklicken kann. Also selbst wenn es sowas wie Geister gäbe und ich mal sterbe und ein Geist bin, habe ich vermutlich Besseres zu tun, als mit irgendwelchen selbsternannten Geisterjägern zu reden. Ich weiß ja nicht, was Geister so den ganzen Tag machen, aber wahrscheinlich andere Sachen. Spuken zum Beispiel. Ich meine, vielleicht meint er mit dem Schiff das Bild vom Kapitän. Hinterm Bild vom Kapitän? Weil der Kapitän ist das Schiff. Das macht keinen Sinn. Ich wüsste nicht, was man sonst mit Schiff meint. Ein Raumschiff. Das Spielzeug-UFO. Nee, das macht keinen Sinn. Aha. Weil da sind wir jetzt. Was soll da? Kann das UFO. Ich meine, ich kann es wieder zurückrollen. Na dann. Aber jetzt sind wir immer noch nicht weiter. Ich glaube, das soll man gar nicht öffnen können. Aber das stimmt natürlich. Als Tentakelanhänger kann einem das eh nicht passieren, dass man hier rumspuckt, weil die Tentakel holen einen vorher auf die ewige LAN-Party, bis man wiedergeboren werden will. Aber erst ab $5 im Monat wird man wiedergeboren. Kriegt man extra Leben. Man kann sich aber auf der endlosen LAN-Party dann im Tentakel jenseits durch Achievements ein extra Leben auch erspielen. Das kann aber ein paar tausend Jahre dauern. Das hängt hier ganz. Da muss man dann sowas wie alle 436 Assassin's Creed-Teile, die jemals erscheinen werden, zu 100% durchspielen, damit man mal einen Punkt kriegt oder so, ein Achievement-Punkt. Ich verstehe es nicht. Man braucht 100. Was? Ich verstehe nicht, was wir jetzt machen sollen. Schau noch mal ins Helferbuch. Steht da sonst nichts oder sowas? Nee, da stand nichts. Ja, ja, 24 Stunden. Es gibt alle Spiele, die jemals erscheinen werden. Snacks. Immer die Snacks, die man gerade haben will. Und einen 48-Stunden-Pizza-Lieferservice. Und ab $5 Patreon-Unterstützung gibt es sowieso ein extra Leben. Dann kann man jederzeit nochmal zurück auf die Erde, wenn man will. Und ab $10 gibt es einen Charaktereditor. Kann man sich seinen Avatar fürs nächste Leben selber zusammenbauen. Mit Skills und allem. Aha. Okay, das hier war das mit dem außerirdischen Objekt mit dem UFO. Und jetzt ist der letzte Hinweis zum Versteck, soll sich hinter dem Schiff befinden. Ist mit Schiff wirklich die Kalypso gemeint? Und was kommt danach? Da kommt schon Katharina Jordan, da wissen wir noch nichts von. Okay. Ist mit dem Schiff wirklich die Kalypso gemeint? Und wir sind auf der Kalypso, nehme ich an, oder? Ja. Was gibt es denn noch für ein Schiff? Schau mal, ob in unserer Kabine irgendwo
irgendwo, also meine ersten Ideen wären halt ein Oh Gott. Modellschiff oder ein Rettungsboot oder so. Es ist nirgendwo ein Modellschiff oder ein Rettungsboot. Was ist denn da in dem Ach, Schaukasten drin? da. Die Arche Noah. Und Hinterm da Schiff. ist Es die hieß doch, der Tür nächste offen. Hinweis sei hinter dem Schiff versteckt. Alles Vielleicht klar. ist ja gar nicht das echte Schiff gemeint, sondern dieses Das Bild hier. war aber jetzt eine Ich schwierige sollte es vielleicht Geburt. mal von der Wand nehmen. Okay, dann machen wir das. Nehmen wir einfach An so. der Wand ist Was? nichts zu erkennen. Ja, es ist hinter dem Bild, hinten auf der Rückseite. Ach so, ich hätte jetzt Die Arche gedacht, naja, Noah-Zeichnung. egal. Auf die Rückseite des Bildes wurde ein Foto geklebt, leider falsch rum, sodass ich das Motiv nicht erkennen kann. Und Und das. einfach abreißen geht auch nicht, damit würde ich das Foto vermutlich zerstören. Ach so, falsch rum, okay. Ich dachte, es ist jetzt. Ach, also von oben nach unten falsch rum und nicht gedreht. Naja. Okay, sie kann es. Vielleicht kann sie es mit den Marzipankartoffeln abreißen. Abrollen. Abrollen, ja. Es geht leider Mit nicht. der Taschenlampe Ah, mit der durchleuchten. Taschenlampe Natürlich. durchleuchten. Nein, Okay. okay. In den. Mit der. Mit, entweder mit der Kreditkarte ablösen oder. Weiß ich nicht, im Bikini schleudern oder so. Das ist vielleicht wirklich, das könnte man vielleicht wirklich machen. Das Bild waschen. Was? Ach so. Ja, wir sind noch da. Hört man mich nicht mehr? Oder wie? Nee, man kann es nicht. Ah, aber da. Dampf. 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 So, jetzt kann ich das Foto ohne Probleme ablösen. Oh, es ist ein Bild von Max, meinem Ex-Freund. Was für ein Zufall. Hä? Ja, alles so Zufälle. Das Bild von meinem Ex-Freund Max, kurz nach seinem Skiunfall mit eingegipstem Bein. Wenn ich mich Moment. nicht täusche, dann stammt das auch aus meinem Wollte Koffer. ich gerade sagen. Warum hat sie da ein Bild Jemand von hat dem in mit ihrem Koffer? Filzstift unter In ihrem das Foto Reisekoffer. geschrieben: Komisch. Der arme Kerl, er muss zum Arzt. Na, warte. Wenn ich denjenigen erwische, der hier meine Sachen übers Schiff verteilt, schicke ich ihn auch auf die Krankenstation. Okay. Na gut. Also gibt's hier, ich meine, wie auf hoher See ist doch der Captain sowas wie die Superpolizei. Könnte man nicht einfach zu dem gehen und sagen, guck mal, da hat wer meine Sachen geklaut und da gibt es eine große Investigation. Und der Täter wird irgendwie in die Arrestzelle gesteckt, bis man in den nächsten Hafen einläuft, wo er den Behörden übergeben wird. So Vielleicht. habe ich das in meinen alten Piratenfilmen gesehen. Aber was machen wir jetzt damit? Warte mal, trau dir das nochmal an, da ist bestimmt ein Hinweis auf dem Foto. Aber Was ich. sieht man auf dem Foto? Ein Max? Gipsbein. Mit dem Das Bild von meinem Gipsbein. Ex-Freund Max, kurz nach seinem Skiunfall mit eingegipstem Bein. Wenn ich mich Skiunfall. nicht täusche, dann stammt das auch aus meinem Koffer. Koffer. Jemand hat mit Filzstift unter das Foto Er muss geschrieben: zum Der Arzt. arme Kerl, er muss. Krankenstation. Ah, es ist aber echt. Ah. Wir sind heute unkonzentriert. Gute Nacht, der Braxel. Mach's gut. Schlaf Gute gut. Nacht. Ich gehe jetzt kurz die Wäsche holen. Du kannst ruhig weiterspielen. Erzähl Okay. mir dann, was passiert ist. Aber die muss auch aufgehangen werden. Das hängt noch. Das, ich mach das schnell. Es Was? dauert aber Ich so beeil lang. mich. Abraxe, danke schön nochmal für die Bits, für die Abschlussbits, für die gute Nacht-Bits. Ah, Da wird das Dankeschön. Glas nochmal aufgefüllt. So. So, ich bin sofort wieder da. Na gut, dann schauen wir uns erstmal die Das sind Krankenstation die an. Hosen, die ich meinte. So elastische Jogginghosen-Dinger. Hat er sich extra für den Stream angezogen, weil er normalerweise keine Hosen trägt? So. Die Krankenstation ist leer, zumindest. Ja, sie ist leer, aber. Ein Geist. So. Aber wie kommen wir jetzt da rein? Ich sehe das schon. Ich weiß jetzt trotzdem nicht weiter, weil ich jetzt hier nicht reinkomme. Und dann sitze ich hier ewig lang allein rum und kann nicht entertainen, weil der Sebi nicht da ist. Die Wir Tür zur kommen auch nicht rein in die Krankenstation ist Station. abgeschlossen. Ah.
Vielleicht komme ich mit meiner Karte rein. Die Schlüsselkarte passt nicht. Ach, die Schlüsselkarte passt nicht. Vielleicht kommen wir mit den Marzipan-Kartoffeln rein? Nee. Ich weiß echt nicht, was wir da machen sollen. Nein. Probier jetzt einfach random alles mit allem. Es geht aber nix. Oh. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es tatsächlich geschafft. Was? Wer bist du? Was machst du hier? Ich bin Oskar und du bist Nina. Stimmt doch, oder? Ja, aber... Siehst du? Hätte ich echt nicht gedacht, dass du es wirklich schaffst. Hab mir extra so viel Mühe gegeben, aber du warst wirklich gut. Mühe gegeben? Okay. Womit? Mit der Schnitzeljagd natürlich. Du meinst, du hast die ganzen Zettel geschrieben? Und du hast... Ja, toll, oder? Du hast meinen Koffer geklaut und meine Sachen auf dem Schiff verteilt? Nein, der Koffer lag die ganze Zeit hier rum. Ich habe ihn gefunden und deinen Namen gelesen. Und ich dachte, du möchtest ihn bestimmt wiederhaben. Du Arschlochkind. Okay, fassen wir kurz zusammen. Du hast den Koffer also nur gefunden? Ja, er lag die ganze Zeit hier drin. Hast du gesehen, wer ihn hierher gebracht hat? Nein, keine Ahnung. Ist doch aber auch nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass du die Schnitzeljagd geschafft hast. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt erleichtert sein soll, dass hinter der ganzen Aktion kein psychopathischer Irrer steckt, oder... Das weißt du nicht, ob er nicht doch ein psychopathischer Irrer ist. Der Koffer ist wieder da. Aber wer hat ihn hierher gebracht? Und warum? War doch ein tolles Spiel, oder? Ja, ganz toll. Tu mir nur den Gefallen und sag mir nächstes Mal bitte vorher Bescheid, wenn du wieder so ein Spiel machen willst. Versprichst du mir das? Okay. Danke. Und jetzt husch husch ins Bett. Okay. Gute Nacht, Nina. Husch husch. Schlaf schön. Ich mach mir die ganze Zeit fast in die Hose und denke über Psychopathen und wer weiß was nach. Und dann will so ein kleiner Rotzlöffel nur eine Schnitzeljagd machen. Ich glaube, ich zeige allmählich schon erste Anzeichen von Verfolgungswahn. Vielleicht sollte ich in Zukunft nicht hinter jeder Kleinigkeit eine Verschwörung vermuten. Aber nach meinen Erlebnissen in Tunguska... Wie dem auch sei, ich sollte mich mal eine Stunde hinlegen und etwas entspannen. Jetzt will sie sich schon wieder hinlegen und lässt den Koffer da stehen, oder wie? Sonst mache ich dich kalt. Ausgenockt. Die waren offensichtlich in ihrem Zimmer, oder? Also, einer oder zwei Leute. Na, wie geht es Ihnen? Mir ging's vermutlich schon besser. Mein Kopf. Keine Sorge, es ist alles okay. Sie haben nur eine kleine Gehirnerschütterung. Noch ein paar Stunden Ruhe und Sie sollten wieder topfit sein. Haben Sie die Typen schon erwischt? Welche Typen? Na, die, die in meiner Kabine waren. Davon weiß ich nichts. Aber darum liege ich doch hier. Sie liegen hier, weil Sie mit dem Kopf gegen eine Tür geknallt sind. Wohl eher umgekehrt. Ich laufe doch nicht einfach so aus Langeweile gegen Türen. Wir sind auf einem Schiff. Da kann man durch eine größere Welle schon mal aus dem Tritt kommen. So ein Humbug. Man hat mir die Tür gegen den Kopf geknallt. Und was ist mit den Typen, die in meiner Kabine waren? Was für Typen denn?
Frau Jordan hat erzählt... Frau Jordan? Wer soll das sein? Die Frau Jordan. Katharina Jordan ist ebenfalls Gast an Bord. Ich glaube, sie ist gerade dabei, zusammen mit dem Kapitän das Protokoll für die Versicherung auszufüllen. Ach, tatsächlich? Wo? Ich nehme an, im Restaurant. Aber ruhen Sie sich doch erstmal ein bisschen aus. Sie können dann ja später... Mich ausruhen? Ja, das kann ich in der Tat später tun. Jetzt will ich erstmal wissen, warum diese Schnepfe überall herum erzählt, ich würde in meiner Freizeit gern gegen Türen laufen. Auf die Erklärung bin ich aber gespannt. Diese... Also... Wow. Diese Schnepfe. Und dann kam also diese Welle und Frau Kalenko ist gegen die Tür geknallt. Sie sollten sich jetzt besser ganz genau überlegen, was Sie antworten. Oder ich bringe Sie um. Oh, Frau Kalenko, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Geht es Ihnen besser? Wir sind gerade dabei, den Unfallbericht aufzunehmen. Und Frau Jordan war so freundlich. In der Tat, Frau Jordan ist so unglaublich hilfsbereit. Und sie erzählt so gern. Ob ihre Geschichten dabei den Tatsachen entsprechen oder nicht, spielt ja eigentlich auch keine Rolle. Ich verstehe nicht. Frau Kalenko, Sie sollten sich nicht so aufregen. Das ist schlecht für Ihre Gesundheit. Der Arzt hat Ihnen doch bestimmt strikte Bettruhe verordnet. Das könnte Ihnen so passen. Ich wüsste nur gern, warum Sie solche Lügen erzählen. Hat man Ihnen als Kind nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt? So, was ist denn das? Ganz ruhig. Sie scheinen sich von dem Schlag an den Kopf noch nicht ganz erholt zu haben. Immerhin bin ich geistig noch klar genug und kenne den Unterschied zwischen die Tür an den Kopf geknallt bekommen und gegen die Tür laufen, womit ich Ihnen ja deutlich was voraus habe. Warum ist sie denn so bitchy? Sind die Schmerzen immer noch so schlimm? Ich werde Ihnen gleich mal zeigen, was wahre Schmerzen sind. Aber, meine Damen, ich schlage vor, wir verschieben den Bericht auf den nächsten Aufenthalt im Hafen, wenn sich die Gemüter wieder etwas beruhigt haben. Was ist hier los? Aber... Ich denke, ein bisschen Ruhe könnte Ihnen beiden ganz gut tun. Ich würde vorschlagen, Sie gehen jetzt beide erst einmal in Ihre Kabinen. Genießen Sie die Kreuzfahrt und wenn es Ihrer und unserer aller Entspannung dient, dann gehen Sie sich in den nächsten beiden Tagen etwas aus dem Weg. Ich werde ja wohl noch... Ich denke, ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt, oder? Ja? Das freut mich. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß auf der Kalypso. Also die so, Dialoge... Was habe ich verpasst? Ja, ich erzähle es dir gleich. Aber die Dialoge sind ja wirklich unterirdisch. Es ist wirklich krass.